überleben. Denn so wird es sein, wenn diese Vorräte die Feste erreichen. Ich gebe sie jedem, der genug Silber hat. Muss auch von was leben. Ich hatte Silber, bevor man mich anschleppte, und ich werde es zurückgewinnen. Gib mir nur etwas Zeit. Ich heiße Fulke. Traurig, traurig, wohl wahr. Aber ein paar Vorräte... Es ist zum Wohle deines Schiers. Du bist nicht bei Sinnen. Was ist hier los? Sie will mich ausrauben. Ich warne dich. Jeden Moment taucht meine Soldateneskorte auf. Dieser Händler bringt Vorräte zur Feste. Öl zum Verbrennen, Pfeile, Schilde, Proviant. Ich wollte sie kaufen, doch er lehnte ab. Ich verkaufe nicht für ein vages Versprechen auf Bezahlung. Edwin ist eine gute Kundin. Dann mache ich dir ein anderes Angebot. Wie wär's mit einer Geschichte? Ich erzähle sie dir im Tausch gegen deine Waren. Ein sonderbarer Vorschlag, aber gut. Erzähle mir eine eurer Sagas. Die wilden Winde wanderten. Die See spuckte Salz. Die Nacht fiel in Schlummer. Odin der Weise nahm seinen Abschied. Er stieg in die Stiefel aus Leder. Kein aufregender Anfang, aber weiter. Lange bevor alles begann, bevor man von dir und mir sprach, blickte Odin der Weise mit seinem allsehenden Auge. Und er starrte und blinzelte und donnerte. Dieser Odin ist einer eurer Götter, habe ich recht? Der Mond brennt rot, die See schäumt golden. Da sprach Odin der Weise die Worte. Gut, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Hör schon auf, ja? Die Schlange windet sich. Loki jault. Gift tropft von den Lippen. Genug, hör auf! Ist das ein nordischer Fluch? Nichts wie weg hier! Wie endet es? Alle sterben. Männer vor mir. Schreiende Soldaten. Wenn wir das Öl und die Vorräte neben dem Heu an der Straße aufstellen, wird es lichterloh brennen, wenn die Soldaten eintreffen. Warte bei dem Vorsprung und halte Ausschau nach ihnen, ja? Ich werde aufheulen, wenn sie sich nähern. Hier sollte ich vorsichtig sein. Was war das? Mach dich bereit! Die Soldaten sind nah! Ist um. Kommt von den Seiten, streng dich an! Thank you.
Orkis hier! Zurück dort! Das war der letzte. Nun wird Edwin vergebens auf Unterstützung warten. Stimmt etwas nicht? Nein. Nein, ganz im Gegenteil. In der Abtei behauptete dein Bruder, ein Abkömmling der Götter zu sein. Stimmt das? Ist er ein Nachfahre der Kinder der Archonten? Der Isu? Nichts für ungut, Fulke. Doch höchstens die Hälfte von allem, was du sagst, ergibt irgendeinen Sinn für mich. Verzeih mir. Ich erwarte oft zu viel von meinen Zuhörern. Die meisten fürchten die Verdammnis. Dabei ist Unwissenheit das größte aller Übel. Unwissenheit worüber? Welch vollkommener Satz. Ich frage etwas einfacher. Könnte dein Bruder von den Göttern abstammen? Oder gar selbst ein Gott sein? Wie sollte das möglich sein? An so etwas glaubst du doch selbst nicht, oder? Kein Abkömmling des selbstgeborenen Lichts, das über alle herrscht. Doch vielleicht der eines geringeren Gotts, der Versuchung erlag. Sigurd ist nur ein Mensch. Er ist mein Bruder und auch Sohn eines Königs. Er mag ja viel von sich halten, aber er ist kein Gott. Ist es möglich, dass seine königlichen Vorfahren auf einen Gott zurückgehen? Was denkst du? Wir haben keine Zeit für solche Hirngespinste. Ich sollte zu Gedrick zurückkehren. Um zu sehen, wie die Vorbereitungen für den Angriff vorangehen. Viel Erfolg, Eivor. Ich bleibe hier und bete für die Seelen der Toten, bevor ich nachkomme. 20 für jeden! Bringt die Männer her! Information! Gedrick! Eivor, hast du Edwin ein paar harte Treffer zugefügt? Ja, sie wird bald merken, wie schmerzhaft sie waren. Prächtig. Meine Männer können den Angriff kaum erwarten. Aber es wäre dumm, ihn zu überstürzen. Wieso das? Weil Edwin noch über zu viele Fallen und Verteidigungsanlagen verfügt. Ihre Rotten würden uns zu einem blutigen Brei schießen, bevor sie kochendes Öl wie einen Sommerregen auf uns herabprasseln lassen. Halte die Männer bereit. Ich schleiche mich allein hinein und versuche, die Verteidigung zu schwächen. Bei allem, was heilig ist, du bist wahrlich tollkühn. Seht mal, da ist Eivor. Wir stehen dir zur Seite. Die Mauer, die uns aufhält, wurde... Lang lebe Gedrick! Niemand hält uns auf! Für Eivor! Gedrick! Hilf mir. Sei meine Augen.
wird uneinnehmbar. Dort. Zu einfach. Du wirst mich nicht los. Gut, ich bin drin. Schießen große Pfeile. Ich muss sie ausschalten. Die Kessel manipulieren. Wir lassen uns nicht beirren. Ich wollte
Ich sage, wir warten. Es hängt einfach zu viel davon ab. Ich bin Jarl Sigurd, Herr von Ostmercia. Und ich sage, wir kämpfen. Du bist ein guter Mann, Sigurd. Und ich danke dir für alles, was du getan hast. Ist es getan? Ja. Und hast du das Feld eingehaselt und ein Gedicht über den kommenden Sieg verfasst? Ich bin hier, um mit Gedrick zu sprechen. Nur zu. Dein Herr erwartet dich. Träumst du immer noch von deinem kostbaren Stein? Es war kein Traum, der mich herführte, Eivor. Ich hatte Visionen. Weissagungen der Götter. Vision. Ich werde Tyr ein Opfer darbringen. Dem Gerechten. Dem Bringer tadelloser Siege. Sigurd, was für Weissagungen? Sind wir bereit, die Feste zu stürmen, Eivor? Die Zeichen und Omen sprechen für uns. Halte die Fürth bereit. Ich komme zurück, wenn die Zeit reif ist. Wie du meinst, Eivor. Eivor, bist du bereit für den Angriff auf die Feste? Wir sind bereit. Gib den Befehl. Gut. Verlieren wir keine Zeit. Meine Späher berichten, dass ein Trupp von Elfreds Männern auf dem Weg hierher ist. Bringen wir es zu Ende, bevor dieser großmäulige Schweinebauch zurückschlagen kann. Thank you.
kommst du nicht. Töricht in allen. Geh zu deinem Gott, in der er sich versteckt. Wir benutzen eure Überreste als Mulch. Du hast das Weibsbild erledigt. Tu, was du tun musst, Tarn der Misthaufen. Ich hab meinem Schir und meinem Volk treu gedient. Ich weiß, wen von uns Gott bevorzugt. Eivor hat dich besiegt, also wird Eivor über dein Schicksal bestimmen. Behandle ihre Wunden, kleide sie in Lumpen und schicke sie in die Heide, ins Exil. Du wirst aus Mercia verbannt, ohne Familie, ohne Titel und ohne Freunde, die dir Trost spenden. Ich werde gehen, bis meine Füße bluten und davon träume, euch die Kehlen aufzureißen. Schafft sie weg! Ich habe mein Wort gehalten. Ich vertraue darauf, dass du dasselbe tust. Unsere Völker sind per Eid verbunden. Ei, du hast uns geholfen, Eivor. Danke. Und solltest du uns je rufen, werde ich tun, was in meiner Macht steht. Das werde ich. Ganz sicher. Ihr solltet euch mit den Brandschatzen beeilen. König Alfred ist auf dem Weg und er kommt nicht allein. Siehst du, die Zeichen der Alten, der Isu, der Götter, die aus Göttern hervorgingen. Das habe ich schon einmal gesehen. Ich kenne diese Worte, ich... Wer sich an einer Schwelle wiederfindet, sollte sich gut umsehen. Denn wer weiß, welche Feinde in den Hallen dahinter lauern. Ich bin schon einmal über diese Schwelle getreten. Mit Sigurd. In einem Traum. Nicht einmal. Tausende Male. Tausende?
Und? Was sagt er, Sigurd? Spricht er zu dir? Ja. Doch die Worte sind vernebelt. Wie Schatten. Und doch spüre ich ihre Bedeutung. Und die Esche. Ich sehe den großen Baum des Lebens. Seine Äste strecken sich gen Himmel und öffnen den Weg. Du hast nicht zu viel versprochen. Alles, was du gesagt hast, ist wahr. Eivor, ich bin mehr, als ich zu sein scheine. So viel mehr. Das ist Zauberei, Sigurd. Schwarzer Seder. Hör nicht hin. Nein, das ist wahrhaftig. Das ist alles. Zu den Mauern! Zu den Mauern! Alfred kommt! König Alfred von Westhexer! Er kommt mit einem Heer von Soldaten! Haben wir noch Zeit zur Flucht? Die Männer sind erschöpft. Wir haben keine Aussicht auf Erfolg. Wir brauchen eine Waffenruhe. Wir müssen verhandeln. Ich werde sprechen. Und der König von Westhexer wird zuhören. So wie ich es verstehe, König Alfred, spricht man deinen Namen nicht gern aus hier in Mercia. Doch bin ich nah genug an Westhexer, um von morgens bis abends meine Lobpreisungen zu hören. Dann geh zurück zu deinen glücklichen Untertanen und überlass die Belange Mercias den Dänen. Nicht bis eure heidnischen Kriegslieder weit außer Hörweite sind. Biete einen Handel an, Herr. Bitte. Keine Geheimnisse. Beenden wir das hier, Herr. Tauschen wir Männer aus. Meine besten Krieger für eure, um Frieden zu wahren. Danach verlasst ihr Mercia. Wir ziehen uns in den Norden der Use zurück. Klingt angemessen. Wulfric! Mein Kriegstarn. Du gehst mit Gedrick, Bruder. Nenne deinen Mann. Jarl Sigurd, ich biete mich selbst. Danke, Basim. König Alfred, warte. Paladin Fulke, du bist in dieser Gefolgschaft? Das war ich, mein Herr. Um mir von Edwin zu holen, was rechtmäßig mir gehört. Sigurd ist der einzige Mann, den du brauchst. Er ist mehr wert als 20 andere. Er ist der Sohn eines Königs. Verräterische Schlange. Und seine Ketzereien sind tiefgreifend, mein Herr. Er hält sich für einen lebendigen Gott. Ich weide dich aus, Trollweib! Schweig! Ich übergebe mich dir, König Alfred. Denn es ist nicht mein Schicksal, durch deine Hand zu sterben. Bruder. Habt Vertrauen, dass der Herrgott über euch alle wacht. Dieser Mann ist gefährlich, mein Herr. Ich bewache ihn. Wenn du musst, aber behandle ihn ehrbar. Göttern, Basim, was war das? Ich beschatte sie. Sie werden nicht entkommen.